stehen, wir sind zu klein. Sieht sonst gar nicht. Ja, grüezi miteinander, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich nun außerordentlich, dass ich hier mit Ihnen zusammen diese Diskussion leiten darf mit dem Titel Schweiz, EU, wie weiter? Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen, von Ihnen aus gesehen, von links nach rechts. Wie schon gesagt wurde, in der Höhle der Löwen, Sibel Arslan, Nationalrätin Grüne Basel-Stadt. Sie ist Juristin und Vizepräsidentin Neue Europäische Bewegung NEPS. Sie kämpft für einen Beitritt der Schweiz zur EU. Sibel Arslan. Grüezi miteinander. Ich freue mich auf Roland Mayer. Er ist Jurist und Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierungen. Die Kantone unterstützen mit zwei Ausnahmen die Vertragsverhandlungen. Jetzt machen wir es so, wir machen jedes Mal einen Applaus. Das soll Sie aber nicht etwa einschränken in Ihrer Wichtigkeit, sondern das beschleunigen. Christa Tobler, Professorin für Europarecht, Universität Basel. Sie sagt, es gibt viel zu verhandeln, aber an der Rolle des EuGH, also des Europäischen Gerichtshofs, kann man nicht mehr rütteln. Andreas Glaser, Professor für Staatsverwaltungs- und Europarecht von der Universität Zürich, er sagt, das Abkommen geht weit über das hinaus, was heute gilt. Christoph Bloch, haben wir gehört, Unternehmer, Altbundesrat, Altnationalrat, der große Sieger im Kampf gegen den EWR. Er sagt, der neue Rahmenvertrag wäre ein Unterwerfungsvertrag. Stefan Rietiker, Präsident Pro Schweiz, Arzt und Unternehmer. Er sagt, der Vertrag wäre für die Schweiz unannehmbar und vor dem Volk wohl chancenlos. Ich möchte Ihnen zwei, drei Regeln ans Herz legen, damit wir eine gute Diskussion haben. Das Ziel ist, dass wir die besten Argumente hören von allen Teilnehmern, dass alle ungefähr die gleiche Redezeit haben. Und lassen Sie einander nach Möglichkeit ausreden, schweifen Sie bitte nicht allzu weit ab. Ich glaube, es steht eine große Frage im Raum. Sind diese geplanten Vertragsverhandlungen, dieses neue Gebilde, eine große Chance für die Weiterführung dieses bilateralen Wegs? Oder gehen wir eben Richtung Kolonialvertrag, der die Souveränität der Schweiz gefährdet? Ich möchte die Meinung der Kantone oder des Kantonsvertreters hören, Herr Mayer. Ja, danke, es ist relativ einfach. Wenn man diese Verträge oder diesen bilateralen Weg weiterführen will, dann wird man nicht umhin kommen, mit der EU zu verhandeln. Das tun wir jetzt. Das Resultat liegt noch nicht vor. Ich höre schon sehr viele Bewertungen eines allfälligen Resultats. Wir haben noch kein Resultat. Tatsache ist, dass wenn wir mit der EU in irgendeiner Art und Weise unsere Beziehungen pflegen wollen, dann müssen wir auch mit ihr sprechen und wir müssen das auf der Basis eines Mandats tun und das tun wir im Moment. Wie dann das Resultat aussieht, das werden wir dann sehen. Was sagen Sie denn zu dieser Grundsatzfrage von dieser Seite, die sagt, es ist sowieso klar, dass das gewisse Dinge, die dynamische Rechtsübernahme, die Streitbeilegung, dass das inakzeptabel ist für uns und wir bringen es in den Verhandlungen gar nicht mehr weg. Da kann ich zwei Dinge dazu sagen. Es gibt sicher, das habe ich heute Nachmittag bemerkt, es gibt sehr viele Leute, die das als nicht gangbar bezeichnen. Wie dann die Mehrheit des Stimmvolks darüber entscheiden wird, das werden wir dann sehen, wenn das Ganze einer Volksabstimmung unterbreitet wird. Und auf der anderen Seite habe ich gelernt, dass wenn man mit jemandem verhandelt, dann muss man auch darauf achten, was seine Interessen und seine roten Linien sind. Und wir haben seit 15 Jahren, versuchen wir mit der EU diese Frage der dynamischen Rechtsübernahme und diese Frage der Streitbeilegung wegzubekommen und wir schaffen es nicht. Also mit anderen Worten, wenn man wirklich dagegen ist, so etwas zu machen, dann muss man aufhören mit der EU zu verhandeln und dann ziehen wir uns halt ins Schneckenhaus zurück und machen nichts mehr. Ganz einfach. Genau, das ist aber ein wichtiger Punkt. Das heißt, Sie sagen, wir werden wahrscheinlich diese Kröte schlucken müssen und dazu sind wir eigentlich auch bereit.
Unter gewissen Bedingungen sind wir bereit, diese Kröte zu schlucken. Die Bedingungen haben wir relativ klar formuliert, nämlich nicht überall, sondern wirklich nur in sehr spezifischen, ausgesuchten Bereichen. Und selbst dort wollen wir zum Teil gewisse Ausnahmen haben von dieser Übernahme. Das steht alles in unserer Stellungnahme zum Verhandlungsmandat, das können Sie nachlesen. Das heißt, die Kantone eben mehrheitlich positiv, ein großer Teil der Wirtschaft, ein großer Teil der Politik. Herr Blocher, ich möchte gleich nochmals zu Ihnen zurück und es quasi so formulieren, Sie zeigen es viel zu dramatisch, Sie zeigen es viel zu verschärft und Sie fokussieren nur auf diesen einen Punkt, der einer ist von vielen. Ja, das ist ja der Interessengegensatz. Ich muss Ihnen sagen, eine Kantonsregierung, ein Bundesrat, eine Verwaltung, dann das universitäre Milieu sowieso, die sind nicht angewiesen auf die Stimme des Volkes. Die ganze direkte Demokratie in der Schweiz ist nicht von oben eingeführt worden, sondern von unten erzwungen worden. Das hat sich auch beim E-Werbe gezeigt. Heute sind also mehr dagegen aus der Wirtschaft, das ist also ein Lichtblick. Damals eine geschlossene Front war für den E-Werbe und den Untergang hat man zugesagt. Und da waren die Auns, also ein völlig ausgegrenzter Verein und zwei Mohikaner, Otto Fischer und Christoph Blocher, da sind sowieso die letzten Lümmel. Und das Volk hat mit fast 80% Stimmbeteiligung gesagt und 2/3 der Kantone, Herr Mayer, das geht nicht. Wir akzeptieren diese Gesetzesübernahme nicht und die Fremdenrichter auch nicht. Und die Details, war natürlich im Mittelpunkt auch die Personenfreizügigkeit nicht. Und das wird auch das nächste Mal so sein. Ich hoffe es wenigstens. Die Ausgangslage ist besser. Wir sind nicht mehr so allein. Sie haben erwähnt, es gibt jetzt einige Wirtschaftsführer, die sich auf Ihre Seite geschlagen haben. Es gibt solche, die sind auf unserer Seite, ohne es laut zu sagen. Das ist auch gut. Aber es gibt auch so, die es laut sagen. Also ich meine, Herr Gantner in Basel, das ist ein renommiertes Unternehmen. Die sagen es und die bezahlen auch. Das sind einmal Leute, die hinstehen und nicht immer sagen, ja, wir dürfen nicht. Dann die Automobilindustrie, autonom. Dann starke Stimmen im Gewerbeverband. Das war damals anders. Ich sage dann nur, um meinen Leuten etwas Vertrauen zu geben, weil sie sind auch manchmal verzweifelt. Sibel Arslan, Sie sind ein spezieller Gast in diesem Rahmen als eine Vertreterin einer Organisation, die eigentlich zum Ziel hätte, dass wir EU-Mitglied werden. Wie wirkt eine solche Diskussion auf Sie? Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Der Präsident hat es eingangs auch gesagt. Das ist eben gerade diese Möglichkeit, die wir in der Schweiz kennen, dass wir in solchen Debatten diesen Austausch miteinander führen können, dass wir hart in der Sache miteinander streiten dürfen und sollen, aber in persönlichen und aber auch auf vielleicht politischer Ebene irgendwann mal uns alle bewegen sollten. Und genau das ist eben das, was ich, glaube ich, durchlaufen habe als Person in meiner sehr kritischen Haltung EU gegenüber zu jetzt einer viel mehr proaktiveren Unterstützerin dieses Sie waren Anliegen. Zuerst kritisch gegenüber ich der war, EU. Ich war kritisch, natürlich. Ich habe irgendwie das Konzept nicht ganz gekannt. Ich hatte immer wieder auch die kritischen Stimmen. Sie wissen, ich habe letztens auch bei Frontex dagegen gestimmt, weil ich das Konzept eben auch nicht richtig gefunden habe. Aber, wie es Herr Blocher vorher gesagt hat, das Volk hat entschieden, das gilt zu akzeptieren. Und dann aber auch in der Außenpolitischen Kommission, dort bin ich Vizepräsidentin, vielleicht ist es auch wichtig zu erwähnen, dass es dann nicht nur mit der europäischen Bewegung ist. Dort haben wir natürlich immer wieder auch die europäischen Länder besucht, unsere Nachbarn. Und mit der Zeit ist mir dann auch klar geworden, dass wir gerade insbesondere gegenüber den Großmächten, die viel, viel weiter weg sind, bei denen zum Beispiel unsere Unternehmen in der Schweiz nicht die gleichen Maßstäbe haben oder viel mehr Schwierigkeiten haben, wir eigentlich gar nicht den Support oder die
wirtschaftlichen auch Zusammenarbeit so viel mehr voranbringen können, viel mehr an einem Projekt, wo wir mitten in Europa die gleichen Werte, Sprachen, Religionen teilen und auch die wirtschaftlichen Interessen. Und so habe ich mich dann mit der Zeit eben auch dazu bekennt, dass ich dieses Konzept unterstützen möchte mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Willen. Und dort braucht es uns alle. Und deshalb bin ich heute sehr, sehr gerne hier, damit wir eben auch über Machbarkeiten diskutieren und nicht alles, Herr Blocher, auch wenn Sie das sehr sympathisch und sehr herzig überbringen, es gibt dann aber auch trotzdem ein paar Punkte, wo man sagen muss, was können wir machen, nämlich dass Status quo nicht mehr haltbar ist und dort brauchen wir eben so starke Stimmen wie Ihre oder von Ihnen und deshalb bin ich heute hier. Also Sie sehen das größere Ganze, Sie sehen dieses Europa in einer Welt mit großen Mächten und haben dort einen gewissen Idealismus. Steve Rietiker, was sagen Sie zu diesen Überlegungen? Ja, ich finde, Frau Arslan lebt in einer Traumwelt, weil ich meine, Europa ist ja nicht homogen. Das ist ja eine zusammengewürfelte Gesellschaft mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichem Wirtschaftsstandard. Und wenn ich dann das viel zitierte, ad nauseam zitierte Wort der Wertegemeinschaft höre, ich meine, das hört ja schon beim politischen System auf. Wir sind eine echte, direkte Demokratie. Zeigen Sie mir eine direkte Demokratie in der EU. Das sind repräsentative Demokratien bestenfalls, wo das Volk vielleicht alle 4 Jahre mal wählen kann und sonst soll das Volk bitte schweigen. Das ist eine völlig andere Kultur und die leben wir seit mehreren hundert Jahren und Gott sei Dank leben wir sie. Und ich meine, wenn man den Wirtschaftsstandard ansieht einer Schweiz, da können die anderen einpacken. Also wieso sollen wir nach unten nivellieren? Wir müssen uns mit den Besten messen und austauschen, die da wären. USA, die da wären USA und Asien und vielleicht noch UK, das muss man dann sehen, aber die sind sicher auch interessant und die sind auch bildungsmäßig interessant. Also ich kann diese einseitige Beurteilung, nichts gegen Sie, Frau Arslan, aber die kann ich nicht verstehen und nachvollziehen. Vielen Dank. Ich möchte noch die beiden weiteren Gäste einbeziehen. Frau Dobler, Sie haben mir im Vorfeld auch gesagt, Sie würden gerne nicht nur über diese Kernthemen, die für dieses Publikum und für diese Seite wichtig ist, sprechen. Dann nehme ich den Ball auf von Steve Rietiker. Schauen wir das Ganze aus der Sicht der Interessen der Schweizer Wirtschaft, des Schweizer Standorts an. Herr Fasel hat gesagt, das Ziel ist ja, dass wir Handel treiben können, dass wir diesen Binnenmarkt nützen können. Ist denn dieses Ziel wichtiger als gewisse Souveränitätsverluste, die Sie, glaube ich, auch nicht abstreiten, die wir haben werden? Ich glaube, man beurteilt diese verschiedenen Ziele eben vielleicht unterschiedlich je nach Perspektive. Es ist ganz klar, dass auf der einen Seite steht, was geschieht mit unserem direktdemokratischen System, das auch mir lieb und teuer ist und das ich auch nicht hergeben möchte und von dem ich auch überzeugt bin, dass wir es nicht hergeben mit dem bilateralen Recht. Und auf der anderen Seite stehen tatsächlich Überlegungen wie, wo stehen wir als Schweiz in unserem wirtschaftlichen Umfeld? Unsere mit Abstand größte Handelspartnerin ist die EU. Es ist nicht möglich, und da stimme ich einfach dem Staatssekretär zu, es ist nicht möglich, die EU einfach wegzuschieben und zu sagen, da kümmern wir uns nicht drum. Wir müssen ein Arrangement finden. Das Arrangement, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, das bilaterale Recht, ist wirklich ein maßgeschneidertes Arrangement. Und ich möchte einfach hier auch nochmals klar betonen, es geht hier weder um den EU-Beitritt, noch geht es um den EWR-Beitritt. Wir reden von etwas ganz anderem. Wir reden von einem bilateralen Rechtsgefüge, das speziell für die Schweiz mit Blick auf die Schweiz sich im Lauf der Zeit entwickelt hat. Gut, aber nennen wir das Kind beim Namen. Es wurde schon gesagt, es geht hier, wenn wir über die Souveränität sprechen, es geht um die DNA der Schweiz. Sie haben gerade gesagt, Sie lieben das auch, die direkte Demokratie. Wir haben diese zwei Begriffe, eine dynamische Rechtsübernahme. Das heißt, wir übernehmen das Recht der EU dynamisch und wenn es Streit gibt, entscheidet in letzter Instanz Europa bzw. der Europäische Gerichtshof.
Er entscheidet, wie der Staatssekretär schon sagte, nicht über den eigentlichen Streitfall. Er entscheidet über die Auslegung von EU-Recht, das den Weg in das bilaterale Recht gefunden hat. Das ist ein rechtlicher und praktischer Unterschied. Darf ich aber, das würde heißen, die Souveränität ist nicht in diesem Maße gefährdet, wie es dargestellt wird. Das ist meine Meinung. Meine Meinung ist auch, dass wenn wir einem dynamischen System zustimmen würden, dass hier eben kein automatisches System ist, dass wir dann immer noch die Möglichkeit haben, durch Volksabstimmungen, auch schon vorher im Parlament, zu sagen, das machen wir nicht. Diese Möglichkeit ist ins System eingebaut und insofern ist es einfach nicht richtig zu sagen, dass man sämtliche Entscheidungsmöglichkeiten verlieren würde. Was man nicht wegdiskutieren kann, ist, dass mit dem neuen System durch mehr und verbesserten Marktzugang auch umgekehrt, wenn man dann eben Nein sagen würde, unter Umständen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden könnten, wie das der Staatssekretär auch erklärt hat. Aber das sind begrenzte Dinge. Ich glaube, da kann man abwägen und eine pragmatische Lösung finden und das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren, gut, von dem ich denke, dass es ein gutes System ist, das wir erhalten sollten. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind beim des Pudels Kern und würde jetzt gerne Herr Glaser zu diesem Thema fragen. Ich wurde jetzt etwas abgelenkt. Haben wir ein Problem im Publikum? Ich glaube nicht. Nein, bitte sehr. Ja, also letzten Endes, das wurde immer gesagt, ist es eine Interessenabwägung. Wir aus der Wissenschaft haben ja auch nicht Ihnen oder sonst wie der Politik zu sagen, ob sie ja oder nein oder irgendwie abzustimmen zu haben, sondern wir können ja nur auf Probleme hinweisen. Und hier müssen wir einfach feststellen, wenn diese Verträge kommen, deren Inhalt wir ja noch gar nicht genau kennen, dann könnte es potenziell zu einer Verschiebung kommen in unseren staatspolitischen Machtverhältnissen. Einfach, das wurde ja schon erwähnt, weg vom Parlament und weg von den Stimmberechtigten hin zum Bundesrat und möglicherweise dann später noch über den gemischten Ausschuss Richtung Schiedsgericht, EuGH und so weiter. Das kann man heute noch nicht absehen. Interessant für Sie als Bürgerinnen und Bürger wird es ja erst dann, wenn es wirklich zu einem Streitfall kommt. Frau Arslan hat ja quasi versucht, den im Schengen-Mechanismus, wo wir diese dynamische Rechtsübernahme schon haben, herbeizuführen bei Frontex. Wenn sie da gewonnen hätte, dann hätten wir gesehen, was dann vielleicht passieren würde. Das wissen wir aber nicht, wie die EU dann reagiert. Ich denke einfach, egal was passiert, wir aus der Wissenschaft müssen hier für beide Varianten vorbereitet sein. Das Ganze wird angenommen oder es wird abgelehnt. Wenn es angenommen würde, dann müssen wir in der Wissenschaft natürlich umso mehr mahnen. Parlament, Achtung, unternehmen Sie etwas, damit Sie frühzeitig einbezogen werden. Herr Glaser, darf ich auf den Punkt kommen mit Ihnen? Die Frage ist, Wie stark würde diese Souveränität beeinträchtigt? Wie viel Spielraum hätten Parlament und Volk noch, wenn es zu einem Streitfall kommt? Parlament und Volk würden auf jeden Fall natürlich eingeschränkt formal. Die Frage ist nur, wird es zu einem Streitfall kommen? Das können wir heute nicht voraussehen. Ich sehe das Potenzial am ehesten bei der Personenfreizügigkeit. Da wird aber davon abhängen, wie die Verhandlungen, was drin ist und was draußen ist. Beispielsweise, der Staatssekretär hat ja gesagt, Ausschaffung, das wäre das Paradebeispiel. Wenn das aber nicht von den Verträgen erfasst ist, wird es da keinen Streitfall geben. Aber es kann natürlich neue geben. Strommarktabkommen, Liberalisierung des Strommarktes, da könnte es sehr schnell zu einem Konflikt kommen. Da wird man sagen müssen, dann würden die Rechte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eingeschränkt. Darf ich ganz Christoph, bitte? Kurz ja. Vielleicht eine Ergänzung machen? In der Tat könnte es, wie Sie sagen es könnte, das kann ja niemand garantieren. Im Moment haben wir 14 Fälle bis anhin. Also wir haben jetzt im Moment ja auch diese Streitschlichtungsmechanismen, wir haben verschiedene Abkommen und dort ist es bis anhin zu 14 Fällen gekommen, welche man eben auch bürokratisch gelöst hat. Herr Blocher kann das ja sehr gut bestätigen, er hat ja das Ganze auch geleitet. Und ich glaube, die wichtige Bedeutung ist, würde es mehr Fälle geben, in der Tat, oder könnte man das eben bei diesen Streitschlichtungsmechanismen, wo wir eben auch unsere Richter dazu oder unsere Fachpersonen dazu geben im Ausschuss, das aushandeln können und wir kommen zum Schluss, dass wir für unsere Wirtschaft und für diese Rechtssicherheit mit diesem
Rahmenbedingungen, rechtliche Klarheiten viel abgesicherter sind, und das ist meine persönliche Meinung, als wenn wir wie Status quo weitergehen und wenn es zu einem Konflikt kommt, eben Strom und verschiedene Bereiche mit KI und neue Bereiche, die wir gar nicht haben, dann haben wir eine rechtsunsichere Art. Und die Frage ist, glaube ich, wollen wir die Stärke des Rechts, was mit dieser Möglichkeit für uns gelten würde als Land, oder wollen wir das Recht der Stärkeren, das heißt, wenn all diese EU-Länder gemeinsam eben auch in dieser Mehrheit vielleicht stärker sein sollten. Und ich bin fest überzeugt, dass wir dort eigentlich besser rauskommen, dass wir Klarheit haben, und in ganz, ganz, ganz schlimmen Fällen oder außerordentlichen Fällen können wir dann sagen, gut, wir akzeptieren diese Entscheide nicht, wenn es dann zu etwas kommt, das wir nicht akzeptieren, und dann führen wir unsere Abstimmungen bei uns und haben dann verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen. Ich glaube, diese Sachen müssen wir auch diskutieren. Vielen Dank. Ich wiederhole es ganz kurz. Also, es wird wahrscheinlich gar nicht viele Streitfälle geben. Wir können das dann regeln. Es gibt vielleicht die eine oder andere kleine Ausgleichsmaßnahme. Und Volk und Parlament können immer noch sich dagegen wehren, Herr Blocher. Das ist ein Wunschdenken. Ich bin ja nicht gegen Ihre Wünsche. Aber das ist doch eine Behauptung. Wir haben hier von den Interessengegensätzen der Klasspolitik und dem Stimmbürger gesprochen. Wir haben ein drittes Interesse weggelassen. Das Interesse der Europäischen Union. Das Interesse der Europäischen Union ist, die Schweiz zu integrieren. Das geben die auch zu. Also Herr Schröder war eigentlich am ehrlichsten, der hat gesagt, uns ist gleich, ob die beitreten. Wir werden das über die Einzelverträge schon fertig werden. Die Schweiz können wir schon in die Knie zwingen. Ehrlich, an der Universität und die ganze vorderen Reihen waren mit VIP-Leuten besetzt. Das gehörte leider auch dazu. Die haben geklatscht. Und die hinteren Reihen war das die Bevölkerung und die hat gemurrt. Das ist das Typische. Und jetzt, warum ist sie interessiert? Ich begreife die EU. Ich bin ja nicht böse. Was ist dann schöner, als da in der Mitte Europa diesen Staat auch zu haben und über diesen zu entscheiden? Ja, Nord-Süd-Verkehr haben wir. Jetzt müssen wir dann das integrieren, schon in diesem Vertrag. Wird über den Bahnverkehr gesprochen. Deutsche Züge kommen mit 2,5 Stunden Verspätung in Basel an. Wir haben immer noch in der Schweiz ein pünktliches System. Und wenn wir das integrieren, heißt das eine Verschlechterung. Dann kommt die Bezahlung, ganz wesentlich. Herr Kohl war ehrlich. Beim EWR hat gesagt, wir hätten noch gerne, wenn die Schweiz dabei wäre, hätten wir noch einer, der zahlt. Stimmt. Ja, wie ein Gewerkschafter. Aber ich bin... Ich bin nicht der Meinung, dass wir zahlen müssen. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir uns integrieren müssen. Wir verzichten auf das. Und wenn Sie harmonisieren, passen Sie auf vor diesem Wort. Das heißt, ein starker Staat, und das sind wir, mit einer starken Wirtschaft, und die haben wir, die sich harmonisiert mit Schwachen, wird schwächer. Das ist ein mathematisches Problem. Herr Dobler. Wir sprechen, wie ich schon gesagt habe, von einem System von bilateralen Abkommen, die bestimmte Themen betreffen. Es sind Verträge zwischen der Schweiz als Staat und der EU, zum Teil ihren Mitgliedsländern. Das sind thematische Verträge. Damit integrieren wir uns einfach auf keine Art und Weise in die EU als Organisation. Wenn wir bei etwas mitmachen mit diesen Verträgen, mit den Wirtschaftsverträgen, dann ist es bei diesem System des Binnenmarktes bis zu einem gewissen Teil, soweit wir Abkommen geschlossen haben und nur in diesem Rahmen. Das kann man nicht gleichsetzen mit, wir integrieren uns in die EU. Die EU wird. Da würde ich gerne nachhaken. Und vielleicht müssen wir über ein Beispiel sprechen. Ja, wir hatten gerne die Masseneinwanderungsinitiative, die ein Jahr vor dem Volk erhalten hat. Sie wurde nicht umgesetzt. Und das könnte man... Daran könnte man nun diskutieren, ob wir tatsächlich frei sind in unseren Volksentscheiden.
Wir hätten, wenn wir das gewollt hätten, das Personenfreizügigkeitsabkommen und damit diverse andere kündigen können. Ja. Das haben wir nicht getan. Ja. Die Meinung des Parlaments, und ich bin nicht das Parlament, die Meinung des Parlaments war, dass wir völkerrechtliche Verpflichtungen haben durch diese Abkommen, dass wir diese Abkommen behalten wollen und dass wir deswegen eine Lösung suchen. Das war damals die Meinung im Parlament, welche mit diesem Abkommen, aber zum Beispiel auch mit dem EFTA-Abkommen, auch mit dem Abkommen mit Liechtenstein, dem Zollabkommen, mit allen diesen Abkommen vereinbar war. Und deswegen hat man diese Lösung gefunden. Ich streite wirklich nicht ab, dass man hat nicht umgesetzt, das stimmt. Würden Sie mir zustimmen, dass wenn wir so wie das jetzt vorliegt, dem zustimmen würden, dass dieser Spielraum für das Volk noch enger würde? Er würde insofern enger, also um das nochmals zu sagen, genau gleich wie wir vorher schon gesagt haben, dass jetzt ein Streitbeilegungsmechanismus dann bestehen würde, wo man vor ein Schiedsgericht gehen könnte und wo man die Frage rechtsverbindlich klären würde. Das ist richtig, das ist eine Neuigkeit. Und das ist keine unbedeutende Neuigkeit, da stimme ich auch Herrn Kollegen Glaser absolut zu. Das Einzige, was ich versuche zu sagen, ist, wir haben hier ein wohl etabliertes, auf die Schweiz zugeschnittenes System und die große Frage ist, wollen wir dieses System erhalten oder wollen wir dieses System über den Haufen werfen? Ich stehe auf der Seite dort, wo es ums Erhalten geht. Gut. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie die Hand heben, wenn Sie das Wort wünschen. Ich sehe, dass es bei Herrn Rietiger und bei Herrn Blocher auf der Zunge brennt. Nehmen wir zuerst Herrn Rietiger. Also ich fasse mich kurz, aber man muss sich ja schon vorstellen, was das heißt, wenn man sagt, ja, die Schweiz kann darüber eigenständig abstimmen. Ich meine, da darf man ja nicht naiv sein. Also die EU wird auf den Abstimmungskampf massiven Einfluss nehmen. Dann werden EU-Funktionäre da zuhauf auftreten und versuchen, die Bevölkerung einzuschüchtern. Und ich meine, wenn man von Ausgleichsmaßnahmen spricht, ja, Sie können den Kopf schütteln, Herr Mayer, aber wissen Sie, so läuft es in der Wirtschaft. Und dann werden Sie, wird gedroht, was für, meine, das sind ja nicht Ausgleichszahlungen, das sind Strafzahlungen, das muss man auch mal sagen. Und dann wird es einfach heißen, ja, wenn ihr abstimmt dagegen, dann zahlt ihr einfach 500 Millionen oder eine Milliarde oder 2 Milliarden. Dann möchte ich dann sehen, wie frei das Schweizer Volk wirklich ist, abzustimmen. Herr Mayer. Also wenn man sich das Konzept etwas genauer anschaut, oder, dann wird auf jeden Fall das Volk immer das letzte Wort haben, auch bei einer dynamischen Rechtsübernahme, weil wenn das Volk ein Gesetz, oder, das erlassen wird, um ein EU-Recht zu übernehmen, ablehnt, dann hat das Volk das Gesetz abgelehnt, fertig. Und dann gibt es ein Streitbeilegungsverfahren. Wenn aber das Volk zur Meinung kommt, dass die Frage wichtig ist und dass es dieses einfach nicht will, gibt es keine Macht der Welt, die das Volk zwingen kann, nachher irgendwie zuzustimmen. Und zu den Ausgleichsmaßnahmen, es sind eben keine Strafzahlungen, wir sind nicht in der EU. Es sind verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen, aber das ist, Sie können wählen, Sie können entweder wie im bestehenden System verbleiben. Und wenn die Schweiz hier etwas nicht macht, das der EU nicht passt, dann macht sie irgendeinen politischen Druck auf die Schweiz. Im Moment hat sie so kleine Nadelstiche gemacht, sie hätte durchaus noch andere Pfeile im Köcher. Oder aber wir versuchen, Streitigkeiten in einen einigermaßen geordneten Rahmen, rechtlich verbindlichen Rahmen hineinzubringen, im Wissen darum, dass at the end of the day, wenn es wirklich politisch wichtig ist, die Schweiz etwas nicht übernehmen wird und auch nicht muss, und die EU dasselbe. Herr Glaser, kurz. Ja, das stimmt natürlich formell schon, aber der Abstimmungskampf wird sich verändern. Das haben wir schon angeschaut. Das sehen wir bei Schengen natürlich in den 3 Fällen, die wir hatten. Die Abstimmungserläuterungen und die ganze Diskussion läuft natürlich immer darauf hinaus, was passiert, wenn man doch Nein sagt. Also die Diskussion verlagert sich vom Inhalt der Vorlage weg zur Frage, was passiert, wenn man Nein sagt, wird man dann rausgeschmissen oder gibt es dann Sanktionsmaßnahmen? Das muss man sich schon bewusst machen.
Wie häufig das vorkommen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn es vorkommt, dann ist es natürlich schon ein Problem in den Abstimmungskämpfen, weil wir dann immer diese Keule oder dieses Druckinstrument haben, das die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger natürlich dann beeinflusst und möglicherweise auch in irgendein Lager drängen wird. Wenn das zum Regelfall wird, sind das natürlich unwürdige Zustände, aber wir wissen nicht, wie häufig es vorkommen wird. Herr Blocher, Ich habe die Masseneinwanderungsinitiative erwähnt. Wir, glaube ich, müssen auch sprechen über die Personenfreizügigkeit ganz allgemein, weil hier kommen mit den Verträgen auch neue Elemente dazu. Die Unionsbürgerrichtlinie, die einen Ausbau eigentlich der Personenfreizügigkeit voraussieht. Im Kontext dieser Selbstbestimmung, wie sehen Sie das? Ja, also ich möchte zuerst Herrn Mayer sagen, Sie sagen, das Volk hat die letzte Stimme. Stimmt, aber sie wird nicht vollzogen. Das ist das Problem. Und eine letzte Stimme zu haben, um am Sonntagabend zu sagen, ich habe gewonnen, und dann passiert doch nichts, da sind wir dagegen. Da müssen Sie schauen, wen Sie wählen. Ja, das ist die Tatsache. Und das Zweite ist, Sie sehen, das sehen Sie gut bei Professor Dobler, die Worte. Schummeleien, die hier passieren. Jetzt sagt man, es gehe hier mit diesem Vertrag, mit dieser institutionellen Bindung um einen bilateralen Vertrag. Warum sagen Sie das? Diese Idee, man solle diesen Verträgen bilateral sagen, die hatte der Bundesrat nicht, die EU auch nicht, weil es ist unehrlich. Es ist eine institutionelle Bindung. Wir sind nicht mehr auf gleicher Höhe. Dann hat ein Werbebüro, Sie kennen es, gesagt, sagt dem bilaterale Verträge, dann, das hat das Volk gerne, sie haben schon zweimal zugestimmt, da deckt man schon die Problematik zu. Zweitens, sie haben gesagt, der Bundesrat oder die Schweiz hätte die Personenfreizügigkeit künden können. Sie hat es nicht gemacht unter dem Druck der EU. Sie haben gesagt, das können wir nicht, das gibt eine große Verstimmung mit der EU und es fallen andere, alle anderen, weil wir diese verfluchte Guillotine-Klausel akzeptiert haben damals, da war ich dann auf der anderen Seite, nicht? Aber da haben sie auch gesagt, ja, das wird nie passieren. Nein, nein, das sind vielleicht ganz einzelne Fälle. Hören Sie auf. Diese Institution der Schweiz, die einzigartig ist, direkte Demokratie und volle Souveränität, ist nicht verhandelbar, ob das viel oder wenige Sachen sind. Jetzt sage ich noch als Wirtschaft, Sie müssen ja nicht meinen, die Wirtschaft gehe zugrunde. Also Herr Bloch. Meinen Sie, ich würde hätte mein Lebenswerk in Frage gestellt, jetzt bei allem Patriotismus, ich gehe zugrunde, aber jetzt mache ich das, im Militär musste ich ja da diese Rechnung machen, aber es ist auch nichts passiert, es ist das Gegenteil passiert, Frau Dobler, das man uns vorgesagt hat vor 30 Jahren. Zweitens, ich habe jetzt, ist gut, ein wollen Nationalrat. Wir vielleicht Frau Dobler antworten lassen. Ja, wenn noch das Letzte sagen, Herr Michel, ist ja jetzt im Nationalrat, der hat gesagt, ich als Unternehmer bin sehr dafür, weil wir müssen heute an zwei Orten registrieren und das kostet mir in meinem Unternehmen 1 Million. Ich habe nachgeschaut, das ist nicht einmal 1% seines Gewinnes. Weil er die Kosten scheut, soll die Schweiz ein erfolgreiches Modell aufgeben, sind wir dann solche Egoisten geworden. Und die Grünen machen noch mit. Im 92 waren sie wenigstens noch auf unserer Seite. Da waren sie noch in der jugendlichen, frommen Denkart verhaftet. Jetzt auch nicht mehr. Ja. Gut. Na ja. Es sollen die beiden Frauen zu Wort kommen. Ich nehme zuerst Frau Dobler, weil das ist ein bisschen die Frage. Also warum müssen wir, Sie sagen ja, wir werden gar nicht
uns auch nicht teilweise quasi integrieren, aber ich nehme jetzt die These auf, warum überhaupt diese Integrationsschritte, wenn wir doch Geschäfte machen wollen? Also ich möchte zuerst doch auf die zwei Punkte zurückkommen, die Herr Blocher mir ja sozusagen vorgeworfen hat. Das mit der Kündigung. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, es ist weder der Bundesrat noch das Parlament noch das Stimmvolk, das eine Kündigung wollte. Wenn man eine Kündigung wirklich wollte, könnte man das jederzeit tun. Das ist der eine Punkt. Dann haben Sie gesagt, das sind keine bilateralen Verträge. Bilaterale Verträge, das ist ein Rechtsbegriff, der bezeichnet, dass auf der einen Seite die Schweiz steht und nicht eine Gruppe von Ländern wie beim EWR und auf der anderen Seite die EU. Darum sind sie bilateral und nicht multilateral. Das ist ein purer Rechtsbegriff. Diese Verträge sind nach wie vor bilaterale Verträge zwischen zwei Seiten. Und jetzt Ihre Frage, und die war, warum überhaupt dieser Integrationsschritt? Da komme ich zurück auf, was Herr Mayer vorher sagte. Er sagte, wir verhandeln jetzt schon 15 Jahre lang über bestimmte Punkte, auf denen unsere Gegenseite besteht. Wir können uns nicht dem entziehen, dass die Gegenseite auch bestimmte Vorstellungen hat. Und dann muss man schauen, ob man sich finden kann oder ob man sich nicht finden kann. Ich respektiere die Auffassung, die wahrscheinlich in diesem Saal vorherrscht, dass es keine gute Idee ist, hier sich zu finden. Aber ich persönlich finde es eine gute Idee. Aber ich meine, wir haben ja ein wunderbares Beispiel mit dem EWR. Herr Blocher hat es gesagt, wie der Herr Blankart den Teufel an die Wand gemalt hat. Es ist nichts passiert, es geht der Schweiz besser als je zuvor. Und Sie halten aber an dieser Strategie fest. Da möchte ich vielleicht einfach ganz kurz sagen, dass ob nichts passiert ist, das finde ich ein bisschen vereinfachend. Wenn Sie in der Literatur lesen, lesen Sie immer von einigen Stagnationsjahren. Aber es war keine Katastrophe, das ist richtig, weil die Schweiz innovativ war, weil die Schweiz einen anderen Weg gefunden hat, der Weg des bilateralen Rechtes. Und insofern hat man das auffangen können. Das finde ich genau gut. Gut. Sibel Aslan. Danke, Reto Brennwald. Also vielleicht ganz kurz. Das Volk hat sich mehrmals für den bilateralen Weg ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn wir über eine Abstimmung diskutieren, das nicht vom Parlament ganz umgesetzt worden ist, wie Sie das eben auch gewünscht hätten, ist frustrierend, ja, aber es gibt wie auch andere Initiativen oder Abstimmungen, wo das Volk klar gesagt hat, wir wollen diesen bilateralen Weg. Diesen bilateralen Weg auch, indem dass wir jetzt diesen Rahmen geben, seit 2008 sind wir dran. Und das ist ein never-ending Story und es ist wichtig, dass wir jetzt langsam eben auch diesen Rahmen geben. Und wenn jetzt gesagt wird, in der EU habe sich nichts geändert, geschätzte Damen und Herren, das stimmt leider nicht. Sie sind viel stärker auch im Auftreten, sie sind fordernder und sie sind, ich meine es nicht, dass sie stärker sind, aber sie haben auch diesen Ausschluss und sie treten eben auch selbstbewusster auf und wir wollen eben auch als ein selbstbewusstes Land hier auch mithalten können. Und vergessen Sie nicht, 50% unseres Handelsvolumens geht an die EU und kommt, eben dieser Export ist für uns als Land sehr, sehr wichtig. 10-mal wichtiger als China, diese große Weltmächte, wie das auch erwähnt werden. Dann ist es auch wichtig, dass wir überlegen, vorher wurde ja erwähnt mit all diesen zum Beispiel Mechanismen, man kann ja darauf reagieren. Gut. Aber mit so einem Verhandlung oder mit so einem Rahmen können wir Bürokratie abbauen, dass unsere Firmen eben nicht nach Alternativen suchen. Emirates zum Beispiel bei der Medizinalprodukte, das hat jetzt einen Schlag gegeben. Maschinenindustrie ist als nächstes dran, Arzneimittel. Und wir sind alle hier heute, ich bin hier, weil man sagt, wir sind pro Schweiz. Also wenn Sie pro Schweiz sind, dann müssen wir die Schweizer Interesse auch wirtschaftlich vertreten, indem dass wir sagen, all diese Bürokratiehemmnisse oder Hindernisse können wir eben mit diesem Rahmen auch besser aus dem Weg räumen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber auch diskutieren möchten. Und ein letzter Satz. Wir haben keine natürlichen Rohstoffe, geschätzte Damen und Herren. Unser Rohstoff ist eben auch Forschung, Bildung und Innovation. Und wir wollen auch bei diesen Programmen weiter mitentwickeln. Unsere jungen Menschen sollen eben auch diese Möglichkeiten haben. Und wir werden dort auch ausgeschlossen. Und all diese Punkte führen dazu, dass wir sagen,
der Mehrwert ist wahrscheinlich mehr gegeben, als dass wir Status quo behalten und nicht vorwärts machen. Nur als Gut. Anregung für Sie auch. Vielen Dank. Steve Rietiker, oder einfach diese Seite, bitte. Ich habe zwei Bemerkungen. Erstens, ich möchte das aufgreifen, was Sie, Frau Professor Dobler, gesagt haben. Innovation, die Schweiz hat sich durch Innovation behauptet. Das sollte sie heute auch tun. Sie sollte sich das Geld sparen und statt in drittklassige Forschungseinheiten wie Horizon und Erasmus zu investieren, soll man das Geld... Moment. Ich liebe es, wenn Sie pointiert sind, aber das war hart. Drittklassische Forschung. Ja, zeigen Sie mir mal, wo die EU-Universitäten sind im internationalen Vergleich. Die beste ist Nummer 44 in Lyon und dann kommt Technische Universität München 50. Ich sage es nochmals, wir müssen nicht gegen nach unten nivellieren, sondern nach oben mit dem Besten. Das ist mal das eine. Also das Geld wäre vorhanden, um einen eigenen Innovationshub zu bilden. Zweitens, klein sein. Ja, wir vor allem müssen viel energischer auftreten. Das erwarte ich von unserem Bundesrat. Wir müssen nicht im Büßerhemd das gegenüber der EU auftreten. Das ist nicht gefragt. Wir müssen unsere Forderungen durchsetzen. Und wir müssen nicht schon Rücksicht nehmen, was könnten die anderen wünschen. Nein, Switzerland first. Genau. Das zählt. Und wer nicht glaubt, dass ein Kleinstaat sich nicht behaupten kann, ich bin kürzlich in Singapur gewesen, gehen Sie sich das mal ansehen. Und so viele Rohstoffe haben die auch nicht, aber die haben Human Capital, sie haben Brain und sie sind fleißig und sie arbeiten mehr als die anderen. Genau das könnten wir auch tun. Ja, ist ja wunderbar. Wir sind dort einig. Ist ja toll. Das ist unser Kapital und dort müssen wir drauf setzen. Dann kommen Sie zu Schweiz. Also da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Danke. Als Mitglied, ja. Ich finde die Diskussion sehr gut, sehr intensiv. Wir haben leider gar nicht mehr viel Zeit, aber 2-3 Minuten dürfen wir auch länger machen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir noch in die Zukunft schauen und fragen, ja gut, was sind die Alternativen? Herr Blocher, es wird von der Gegnerschaft häufig wieder einmal gesagt, wenn das dieses Mal nicht klappt, dann ist das Ende des bilateralen Wegs. Das ist ein dummes Zeug. Das ist schon die Schallplatte von 1992, diese Schallplatte. Wir waren der Meinung, die Alternative ist bilaterale Verträge, zweiseitige. Das machen wir seit 700 Jahren in der Eidgenossenschaft. Wo es ein Problem gibt, mit einem löst man es per Vertrag. Aber nicht ein System, wo man alles zusammenbindet in einer Guillotine-Klausel. Hat schon ein guter Name, Sie sind eigentlich noch ehrlich in der EU. Guillotine, nicht, das ist nichts Schönes. Aber das heißt, der bilaterale Weg ist überhaupt nicht... Ja, das ist doch nicht, das hat man schon im 92 gesagt. Ich muss sagen, Ihr Bundesrat Otto Stichlein, der war SP, der war nicht grün. Der hat damals schon als Bundesrat gesagt, das ist dummes Zeug, wir werden noch viele bilaterale Verträge schließen. Weil die EU hat Interessen in der Schweiz. Wir sind Abnehmer für 170 Milliarden Güter. Wir liefern nur 150. Wir sind für die EU wichtiger als umgekehrt. Also von der EU her gesehen. Darf ich noch? Und zweitens, Sie sehen es ja, wenn die durch die Schweiz kommen wollen, was müssen sie machen? Können wir nicht durch die Schweiz fahren? Einen Vertrag haben wir natürlich alles schon preisgegeben, indem wir die Bahn gemacht haben, ohne Zugeständnis auf der anderen Seite. Aber das ist jetzt so. Jetzt kommen sie wieder. Wir sollten Anschluss haben in Basel. Ja, wenn die 2,5 Stunden später kommen, muss die SBB 2,5 Stunden warten, bis der kommt, der Zug und so weiter. Das funktioniert nicht. Und wir suchen einen Weg mit Ihnen, aber der darf nur für diesen Vertrag gelten und das ist klares Recht. Und künftige Änderungen unterstehen wieder der schweizerischen Beschlussfassung. Das ist der Weg, der wird auch funktionieren und der ist erfolgreich. Vielleicht da und dort für uns Unternehmer etwas mühsamer mit der
Grenzabfertigung und so weiter kann ja sein. Oder Herr Michel muss, aber der Weg geht weiter. Muss etwas mehr Kosten bezahlen, um seine Produkte zu zertifizieren. Kann sein, aber das ist doch nicht entscheidend. Gut. Und die ganzen Währungsverluste. Meinen Sie, Sie können den Schweizer Franken halten, wenn wir nachher im Binnenmarkt die gleichen Missstände zementieren, sogenannt bilateral? Nein. Also das, da habe ich als Industrieller keine Bedenken zu sagen, was ist für die Schweizer Wirtschaft besser als Alternative. Zukunft, wir führen diese Verträge weiter, soweit es geht. Wenn es ein Problem gibt, dann redet man miteinander und dann macht man einen Vertrag. Ich sehe den Strom rein, ne? Wir sind der größte Stromverbraucher im Kanton Graubünden, eigene Kraftwerke gehabt. Meinen Sie, wir verhandeln mit der EU über den Zukauf von Energie? Wir verhandeln mit den westfälischen Elektrizitätswerken, die wissen gar nicht von einem Energievertrag. Es sind auch zwei Stockwerke und das wird weitergehen. Also. Haben Sie keine Angst, sonst sagen Sie mir, wo? Wo? Sie sind absolut gelassen. Ihre Seite sagt ja, ja nein, diese Verträge erodieren jetzt laufend, die werden immer schlechter für uns, wir müssen dort etwas machen, vielleicht Herr Mayer. Ja, ich staune über den Optimismus von Herrn Blocher, kann es nicht völlig ausschließen. Tatsache ist, ich kann mich nur auf die Erfahrung seit 2008 stützen, wir haben seit 2008 keinen einzigen Vertrag mehr abgeschlossen mit der EU und ich befürchte, dass wenn wir diesmal den Karren wieder an die Wand fahren, werden wir auch in Zukunft keine neuen Verträge mit der EU abschließen. Aber darf ich was mit konkret den fragen, was sind denn die Probleme, die Sie sehen? Also wir haben ja gesagt, Börse haben wir gelöst. Nein, nein. MedTech haben wir gelöst. Wir haben ein Problem. Forschung. Wir haben ein Problem bei der Gesundheit, oder? Wir sollten vielleicht, wenn irgendeine Pandemie ausbricht, weiterhin die Daten austauschen. Ja? Auch wenn das Ihnen nicht passt. Aber tatsächlich, also wenn man keine Infos hat über irgendwelche Viren, die herumschwirren, ist es auch schwierig, sich dagegen zu wehren. Mega geht es nicht. Und dann haben wir ganz definitiv ein Problem mit der Stromversorgung. Das hat auch etwas, gebe ich Ihnen zu, mit der innenpolitischen Entscheidung zu tun hier in diesem Lande. Aber im Moment haben wir eine massive Stromlücke und das müssen wir irgendwie regeln. Sie werden mir sagen, wir machen das auf subkutanem Level. Ja, natürlich. Kann man versuchen. Wie bisher. Gut. Aber Tatsache ist, wir werden keine neuen Verträge abschließen. Also hier im Saal gehe ich davon aus, niemand will neue Verträge mit der EU. Das ist auch eine Haltung, die man haben kann. Aber wenn man dann ein Problem hat, dann dürfte es relativ schwierig sein, ja, das mit einem Vertrag zu geben und nehmen. Vielen Dank. Ja, ich sehe, wir müssen dann noch eine separate Runde zu der Corona-Bewältigung einlegen. Aber dafür haben wir keine Zeit jetzt. Ich komme zurück auf bilaterale Verträge am Ende, Sie wollten das Wort. Genau, also was immer auch passiert, ob mit oder ohne Abkommen, das Verhältnis Schweiz-EU wird natürlich schwierig bleiben. Oder wenn es in die Verträge hineingeht, wird das Problem dann immer sein beim Referendum, stimmt man dem zu, übernimmt man es nicht, gibt es ein Nein, aber auch außerhalb wird es natürlich kompliziert bleiben. Dazu tragen ja nicht zuletzt Sie oder andere bei. Jetzt das beste Beispiel ist natürlich die 10-Millionen-Initiative. Da fahren wir natürlich auch wieder auf einen Konflikt mit der EU zu, ob mit Verträge oder ohne. Also was da kommen wird, das kann man im Moment noch nicht absehen. Es ist noch sehr ruhig. Weitere Initiativen könnten kommen in irgendeine Richtung. Und ja, das haben Sie ja selbst alle heute gesagt. Aufgrund der direkten Demokratie wird das Verhältnis Schweiz-EU, es wird immer kompliziert bleiben, egal ob mit oder ohne Verträge. Und das beobachten wir schon. Ja, mit Ungewissheit, was diese Initiative dann bringen wird und vielleicht weitere, wie da die Reaktionen sein werden. Also es wird so oder so,
ein schwieriges Verhältnis bleiben, meines Erachtens. Also permanente Reibereien, aber natürlich nicht der Untergang der Schweiz, Frau Dobler. Nein, weder der Untergang der Schweiz noch sofort irgendwie der Untergang des bilateralen Weges. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass dieses bilaterale System über alle diese Jahre sehr gut funktioniert hat, weil man es regelmäßig neuen Verhältnissen angepasst hat. Und das ist genau das, was jetzt nicht mehr gut funktioniert. Es braucht dazu immer zwei Seiten, die Ja sagen. Und hier liegt eigentlich das Problem. Aber dass sofort die Welt unterginge, die Schweiz unterginge, natürlich nicht. Die Frage ist, welchen Weg möchte man einschlagen und will man die Konsequenzen tragen des einen oder des anderen Weges? Und da muss man sorgfältig überlegen, meiner Meinung nach. Ich würde vorschlagen, ich habe mir erlaubt, 5 Minuten zu überziehen, ich würde vorschlagen, dass wir ganz zum Schluss kommen, und ich denke, es wäre eigentlich eine interessante Frage für Sie, die ich gerne von jedem von Ihnen beantwortet hätte, nämlich der weitere demokratische Weg mit diesen Verträgen. Es wurde dargestellt in den Referaten, werden wir ein obligatorisches Referendum sehen, wo das Volk das letzte Wort hat mit einem Ständemehr, oder wird das im Parlament irgendwie nicht gewünscht? Wie sehen Sie das und was wünschen Sie sich? Ich gehe hin und her, fange an bei Steve Rietiker. Also ich bin kein Anwalt und kein Jurist. Ich kann nicht sagen, ob obligatorisch oder fakultativ, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das am Volk vorbei entscheiden würde. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Inklusive Ständemehr, oder würden Sie? Ja, natürlich sagen. Würde ich sagen. Weil das gibt auf dieser Seite Leute, die sagen, ja nein, bei einer solchen, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig wichtigen Sache braucht man kein Ständemehr. Also es stimmt leider nicht, dass es im Parlament nicht ein Thema ist, ob wir ein Referendum, ein fakultatives oder obligatorisches Referendum haben. Sie können gerne, Sie dürfen mir nicht glauben, aber gerne die außenpolitischen Kommissions Mitteilungen auch lesen. Dort steht es, und zwar, weil das der Bundesrat selber auch vorlegen möchte, möchte nur gestützt auf diesen Endresultaten schauen, welcher Weg auch mit all den Parteien der gangbare ist, und möchte der Bevölkerung auch etwas vorlegen. Und genau das haben wir gesagt, wollen wir warten, bis der Bundesrat uns den entsprechenden Vorschlag macht. Auch unsere staatspolitische Kommission, in der Sie ja sehr oft aktiv waren, Herr Blocher, wird sich der Sache auch nochmals annehmen. Also nochmals, wir werden so oder so darüber diskutieren, fakultativ oder obligatorisch. Also das ist im Pipeline. Moment. Wenn ich Sie schon auf der Bühne hier habe, ja, sagen Sie doch einfach, natürlich werden wir das inklusive dem Ständemehr dem Volk empfehlen. Die Frage ist, wir wissen nicht, was es für konkrete Details geben wird, ob wir dann sagen, wie sind die Kantone einverstanden, was sind eben auch der Konsens, was gefunden ist. Und das ist auch schwierig, dass man sagt, gut, legen wir das vor als völkerrechtlicher Vertrag und dann könnte man darüber als Bevölkerung diskutieren. Ich wäre so, noch so gerne dafür, weil ich das Gefühl habe, warum sollten wir diese Diskussion auch nicht führen? Und deshalb finde ich, muss man das, glaube ich, auch gelassen annehmen und sagen, wir werden als Volk darüber bestimmen und diskutieren, und das ist auch wichtig, aber dort zu behaupten, welcher Weg, bitte, also da können Sie die außenpolitischen Kommissionen Berichterstattungen lesen. Und dann noch ganz am Schluss zu den schweizerischen eben Gegebenheiten, dass wir über diese direktdemokratischen Möglichkeiten auch weiterhin verfügen wollen. Gehen Sie fest davon aus, geschätzte Damen und Herren, dass keiner im Parlament je unsere direktdemokratische oder demokratische Rechte überhaupt in die Waagschale werfen möchte. Egal, ob von ganz links oder von ganz rechts. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das nochmals von mir hören. Wir wollen unsere Gegebenheiten, weil es einzigartig ist, aufrechterhalten. Das ist sehr wichtig, auch in diesem Vertrag. Danke. Wir hören es gerne. Herr Bloch hat ein breites Lachen auf dem Gesicht. Ja, wir kennen diese Parlamentarier scheinbar besser als Sie sich selbst. Nein, ich will doch nicht sagen, es wird alles versucht, wenn möglich das Volk zu umgehen. Ist auch verständlich. Aber dass Sie noch nicht wissen, ob es ein obligatorisches Referendum gibt bei dieser institutionellen Verbindung, das ist für mich untragbar. Und wenn es keines gibt, da muss das Wahlkampfthema 27 werden. Herr
Herr Blocher? Warum muss es genau konkret? Ja, warum? Diese institutionell. Warum? Weil sie die Verfassung ändert. Wie? Sie ändert die Verfassung. Wir haben doch keinen Vertrag. Die brauchen auch keinen Vertrag dazu. Und dann können Sie das genau verlangen, aber warten Sie, bis wir etwas auf dem Tisch haben. Ja. Ein bisschen Geduld, das werden Sie. Warten Sie, ich möchte die anderen Gäste noch hören. Frau Dobler. Ich möchte vielleicht damit anfangen, dass ja in unserer Bundesverfassung steht, wann es ein obligatorisches und wann ein fakultatives Referendum gibt. Und das Obligatorische ist für den Beitritt zu supranationalen Organisationen. Davon sprechen wir hier nicht. Ich bin aber nicht Staatsrechtlerin. Ich überlasse diesen Entscheid sehr gerne unserem Bundesparlament. Sie haben gefragt, was wir uns wünschen. Ich wünsche mir, dass wir am Schluss einen gut demokratisch legitimierten Entscheid haben. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall eine Volksabstimmung geben wird und das ist auch gut so. Herr Mayer, ich frage Sie zum Schluss. Wenn man sieht, wie aufgeladen die Stimmung hier ist und wie emotional das Thema für dieses Land auch ist, müsste man nicht sagen, es wäre eine selbstverständliche Geste, dass man ein obligatorisches Referendum macht und auch das Ständemehr einbezieht. Damit. So wie das Frau Professor Tobler gesagt hat, es gibt gewisse Bestimmungen in der Bundesverfassung. Der Bundesrat und das Parlament werden gestützt auf diese Bestimmungen in der Bundesverfassung entscheiden, ob und eben halt auch aufgrund von gewissen politischen Überlegungen werden sie entscheiden, ob diese Verträge oder dieser Vertrag dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstellt wird. Ich will mich hier auch nicht auf die Äste hinauslassen. Ich weigere mich, mich schon zu einer Frage zu äußern, bevor ich das Verhandlungsresultat gesehen habe. Es kann durchaus sein, da gebe ich Ihnen recht, Herr Blocher, dass es Verfassungsänderungen geben könnte, zumindest implizite in diesem Paket. Und dann stellt sich die Frage tatsächlich nicht mehr. Dann ist ganz eindeutig ein obligatorisches Referendum notwendig. Schon ein Lichtblick, danke. Vielleicht, was man zum Schluss festhalten kann, vieles ist da umstritten, aber das Parlament könnte, wenn es das will, auf jeden Fall aufgrund des Gewohnheitsrechts, das es gibt, das dem obligatorischen Referendum unterstellen. Also da müssen wir nicht auf Details warten. Das Parlament könnte heute auch schon proaktiv im Prinzip sagen, wir unterstellen es dem obligatorischen Referendum. Das wäre auf jeden Fall zulässig. Ob Sie es unbedingt müssen, das schauen wir später. Aber Sie könnten es heute bereits tun, vielleicht aus politischer Klugheit oder wie auch immer. Ich sehe Nicken von dieser Seite. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese sehr interessante, sehr intensive und manchmal auch etwas emotionale Diskussion. Kein Wunder bei diesem Thema. Danke, dass Sie da sind. Herzlichen Dank unseren Gästen und einen schönen Nachmittag. Also, Adi, Herr Blocher.